Herzlich willkommen zu unserem nächsten Programmpunkt. Mein Name ist Heinrich Kaiser-Petersen und als Auslandsgermanist freut es mich besonders, dass nun endlich wieder Deutsch gesprochen werden darf auf diesem deutsch-norwegischen Literaturfestival. Noch mehr freut es mich, unserem Gast aus Österreich willkommen heißen zu dürfen. Theresa Prehauer ist Künstler und Schriftstellerin. Sie hat mehrere Bücher geschrieben und der Titel des heutigen Gesprächs, Tierwerden, ist ihrem letzten Roman entnommen. Astrid Noang ist Norwegerin und seit fast 20 Jahren als Übersetzer aus dem Deutschen und Italienischen tätig. Astrid Noang ist aber auch selber Schriftstellerin und hat unter anderem 6 Romane geschrieben. Dank den beiden Dolmetscherinnen, Gabriele Rusch und Heidi Olsen, wird das Gespräch laufend ins Norwegische übersetzt. Og de er dere som foretrekker å høre samtalen på norsk. Det er ikke for sent, så må man benytte de hodetelefonene som man finner ved inngangen. Und wer von Eingänge spricht, darf nicht über Ausgänge schweigen. Es gibt in diesem Raum 2 Notausgänge auf ihrer rechten Seite, vorne und hinten. Ich muss auch darauf aufmerksam machen, dass das Gespräch auf Video aufgenommen wird und direkt auf der Homepage des Festivals zur Verfügung gestellt wird. Und jetzt herzlich willkommen, Theresa Prehauer und Astrid Noang. Danke. Es freut mich, Theresa, dich hier zu sehen, weil ich bin eigentlich über deine 2 letzten Bücher wild begeistert und wir werden über die beiden reden, ja? Nicht nur Tierwerden. Sonst noch ein paar Worte über dich. Theresa, du bist Schriftstellerin und bildende Künstlerin, in Linz geboren, in Graz aufgewachsen und du wohnst seit 20 Jahren oder so in Wien. Du hast bei der Akademie der Bildenden Künstler studiert. Du hast für deine 2 ersten Romane viele Preise oder mehrere Preise bekommen. Und hattest auch in 2016 eine Gastprofessur an der Freien Universität Berlin, wo es gab ein Seminar zur poetischen Ornithologie, zum Flugwesen in der Literatur. Jetzt verstehe ich etwas mehr von deinen Büchern. Ja, wir fangen aber mit deinem Roman an, weil das hier würde ich als ein Essay bezeichnen. Ich weiß nicht, ob du damit einig bist. Genau, ich würde sagen, das Tierwerden, das jetzt erst vor ein paar Monaten erschienen ist, ist ein literarischer, erzählender Essay und spricht über ganz vieles, was auch mit diesem Roman davor und meinen Büchern, vielleicht mehreren Büchern davor zu tun hat. So diese Tier-Mensch-Mischbeziehungen und Tier-Mensch-Mischwesen. Und in Oshimi macht sich ein junger Mann zum Affen aus Liebe und er bleibt so zwischen Mensch und Tier, zwischen Mensch und Affe. Er kauft sich auch ein Kostüm im Kostümverleih. Wir haben beschlossen, dass ich da eine kurze Stelle daraus lesen werde. Und ich bin immer wieder gefragt worden, weil in meinen Büchern die Tiere auch vorkommen, so vielleicht manchmal als sprechende Wesen und manchmal als Begleiter, ob ich so eine Tierliebe habe und ich muss das immer verneinen. Mich interessiert am Tier eigentlich was anderes. Das Tier in der bildenden Kunst, das Tier in der Literatur, das Tier im Theater, im Film, das Tier eigentlich als Projektionsfläche im besten Sinne. Genau. Man wundert sich ja, wer ist Jimmy? Ist er ein Schimpanse? Oh, Jimmy, er heißt ja Jimmy mit J, er ist vielleicht Amerikaner, das wissen wir nicht ganz. Und ich wundere mich, ist er eigentlich ein Schimpanse oder ein gewöhnlicher Teenager, der Sex besessen ist? Oder wie viele Kritiker eigentlich schreiben, ein geistig Behinderter. Also
das schränkt es irgendwie ein, wie du es jetzt auch beschrieben ja, hast. Ja, ich denke auch. Das ist so die verkürzte Darstellung. Und im Buch, glaube ich, ist es nicht verrätselt, wie er ist, sondern er zeigt sich durch Sprache und im Sprechen. Und er ist das, was im Buch stattfindet. Das beantwortet am besten, wer und was er ist. Und er liebt die Sprache. Er liebt die Sprache und er hat sich auch so bei den Hip-Hoppern so das Dissen abgeschaut und das die Welt immer goldener und größer machen, als sie ist, und die eigenen Besitztümer und den eigenen Erfolg beim vielleicht anderen Geschlecht. Und er wohnt aber auch bei seiner Mutter, also dadurch ist er ein bisschen eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit. In seiner Sprache ist er nicht beschränkt. Er macht neue Wörter wie, jetzt muss ich das lesen, also magicalometrical. Er sagt, der Same ist mein biologikaler Vater. Er mischt auch Deutsch und Amerikanisch irgendwie. Das ist sehr lustig alles. Er behauptet, er geht zu Conventions, also Conventions, was er ja wahrscheinlich nicht macht. Das ist nur so ein Wort, das er aufgefangen hat. Er liebt halt auch die großen Wörter und er seine Erzählung über sich selbst ist ja, dass er in so einer in einem amerikanischen Haushalt lebt mit Cola und Eiswürfeln und Zuckerstangen. Und deswegen muss er auch manchmal dieses Anglifizieren unternehmen. Und gleichzeitig gibt es da so ein produktives Defizit. Und zwar scheitert er an den großen Wörtern der Gesellschaft und des Finanzmarktes und der Wirtschaft. Also vor allem, wenn es um Börsengänge geht, hat er auch so einen Sprechfehler. Und ich glaube aber, dass das etwas ist, wo er mit den Dingen, die uns umgeben, korrekter umgeht, weil die haben alle diesen Sprechfehler, den er transportiert, indem er den Finanzmarkt eben nicht als Finanzmarkt ausspricht, sondern so seine mehreren I dranhängt oder mehrere Silben dranhängt. Ja, genau. Und er schaut uns dann diese hohle Rhetorik irgendwie, denke ich, aber das wäre vielleicht das aufklärerische Potenzial des Buches. Aber er sagt, Semantics is magic. Das finde ich so wunderbar. Insofern ist er auch ein Schriftsteller. Ja, ist er eigentlich. Er ist aber auch ein drohendes Figur. Also man ahnt was Drohendes, indem er von dieser Asiatin spricht im Nagelstudio. Er hat sich total in der Nini, nur Frauen mit Ian in ihren Namen, verliebt er sich. Und Nene ist er total verknallt, aber es ist eine andere Asiatin da. Und auf einmal lesen wir Sätze wie die ahnungslose Manga-Mädchen und ich würde sie kein Haar krümmen und Maguro, natürlich lebt sie noch. Und was passiert da? Dann bekommen wir Angst und etwas passiert auch, das sollen wir nicht hier verraten. Aber es ist auch ein naivistischer irgendwie Studium über einen gefährlichen Teenager. Also er ist nicht so unschuldig, oder? Ja, könnte sein. Vielleicht sollst du jetzt was lesen. Vielleicht fange ich mit der tatsächlichen Verwandlung, die Sie sehen, eher am Ende des Buches dann auch ganz physisch unternommen wird. Ich lese da eine kurze Stelle. Shimmy geht in den Kostümverleih. Als Shimmy gehe ich in den Kostümverleih. Grüß Gott, ich möchte mich für die Nini zum Affen machen, sage ich zum Kostümverleiher, der mich ansieht, man sagt dazu ungläubig. Was schaut der blöd und rührt sich nicht? Habe ich mich unklar ausgedrückt oder hat er, wie alle in diesem Gewerbe, keine Fantasie? Der gafft mich an, von unten bis oben, die Jungle-Fever-Schuhe, die Hose mit Glanz, das bunte Hemd, die Sonnenbrille mit Spiegelglas. Ich bin ein frischer Typ, was kostet die Welt? Und schenk ihm meinen goldensten Smile. Na, soll ich vorher noch eine rauchen gehen? Oder hat er die Marktwirtschaft nicht verstanden? Herr Kostümverleiher, ich nehme für dich jetzt die Sonnenbrille ab, hänge mich übers Verkaufspult flexibel und schau dir ganz fest in deine stumpfen Augen. Und du siehst, meine sind blau wie der Ozean. Und du siehst außerdem, die Brauen darüber sind buschig und das steht für Vitalität. Ich streich mir darüber mit dem Daumen gegen die Wuchsrichtung und sage sehr rhythmisch, I wanna be loved.
Ich will ein Affe sein, geladen in den Dschungel von Nini. Ich sage es lyrisch, ich sage es flötend. Nini, sagt endlich der Kostümverleiher. Nini von was? Anita Ekberg, Anais Nin, kein guter Rhythmus. Nini von Nee, Nee, rappe ich zurück. Sie hat so oft, als ich um Einlass bat, zu meinem Herzen Nein gesagt, zu meinen Gedanken unverschmutzt, aber... Aha, sie will einen Affen, die Frau. Bitte sehr, sagte ich, bitte sehr oder bitter sehr. Und hier ein Trick, wenn man sich etwas nur sehr, sehr wünscht und dabei zur gleichen Zeit mit einem breiten Fächer aus Scheinen winkt, winkt und winkt, dann klappt es plötzlich doch. Es ist Magie. Nini, der Sturschädel, bildet eine Ausnahme, aber bei allen anderen klappt's. Jetzt zum Beispiel, actually, den King Kong haben wir, sagt der Kostümverleiher, und der Fächer spiegelt sich in seinen Augen und blitzt dort auf als Stern. So verstehen wir uns. Er geht ins Lager, ich hinterher, vorbei an Monstern, Feen, Hexen, nicht hinsehen, und zeigt auf das leblose Tier. Ein zweites liegt daneben. Ist mir neu, dass King Kong einen Bruder hat, sage ich. Aus der Gorillas im Nebelzeit, sagt der Kostümverleiher. Sie sehen nicht aus wie King Kong oder Gorillas im Nebel, sondern wie zwei erschlagene Schimpansen, Safari 1966. Eher aus der Daktari-Zeit, sage ich. Der Kostümverleiher sagt, er sei kein Biologe und ich solle es nehmen oder mich davon trollen. Feine Wortwahl, sage ich, und ich sage es anerkennend. Dann zupfe ich am Fell wie ein Textilhändler bei der Qualitätskontrolle. Ziehen Sie es an oder gehen Sie? Immerhin sieht er mich, denke ich, als feiner Mensch, während ich unten an den Beinen schon zum Affen werde. Ei, fühlt sich das gut an, gleich am Bauch, an den Armen, an den Schultern, am Rücken hinten. Den Reißverschluss zu, ruft der Kostümverleiher und fasst mir an den Steiß. Ii! Kreische ich, während er mit einem Ratsch das Oberteil schließt. Hölle, ist das eng. Ist das für Erwachsene, frage ich. Für Erwachsene, sagt der Kostümverleiher, die sind in den 60er Jahren noch kleiner gewesen. Ach so, sage ich und halte die Luft an. Steht Ihnen aber, sagt der Kostümverleiher, der einen Schritt zurückgeht und den Kopf schief legt, wie ein Schneidermeister. Ein paar Affenfüße und die Maske dazu. Nicht einpacken, ich lasse es gleich an. Für 10 große Scheine aus meinem Fächer werden wir Handelseins. Fair enough, er versteht das System. Im Affenkostüm aus Daktari trolle ich mich davon. Als Affe springt es sich gleich doppelt so weit. Eng ist es höllisch, ja, aber der Himmel rückt beim Hüpfen näher und seitlich hoch die Häuserfront. Das werde ich noch üben. Mit den Armen und den Beinen auf den Laternenmast, mit dem Schweif oben festhalten und mich dann 2 Meter hinunterrutschen lassen. Heißer Nini, die Luft riecht nach Regenwald. Und Hunger habe ich, weil ein Affe immer das Doppelte frisst. Das muss ich nicht nachlesen, das sagt mir die Natur. Ja, da bekommt ihr ein Gefühl von dieser lautlichen Weise, die er spricht. Aber als Affe gelangt es ihm auch, in Ninis Wohnung zu kommen. Nur als Affe, sonst hätte er nicht reingekommen. Er trägt ja sonst ein T-Shirt, wo steht Zucker. Zucker formte diesen prächtigen Körper, weil er will die Vitamine mit F und Frucht seiner Mutter nicht essen. Er will sich nur mit Zucker voll stopfen und das macht er auch, wenn sie nicht zu Hause ist. Und er wird geil und aufgeregt davon, natürlich. Er ist überzeugt davon, dass es natürlich ist, irgendwie. Das ist so ein Spiel, denkst du? Es geht in dem Buch auch ganz stark um Natürlichkeit und Künstlichkeit und um eine Figur, die sich vielleicht auch manchmal klischeehaft oder schablonenhaft verhält und die ganz bewusst auch eine Figur ist, die so aus der Fiktion entstanden ist und aus diesem es war einmal wie eben Märchen beginnen, auch wenn es ein Märchen ist, das eine dunkle Grundierung hat und auf der Oberfläche ganz farbig schillert und ganz gold glänzt und er sich eigentlich ganz viel, was ihn umgibt und was uns umgibt und was in Videos eine Rolle spielt, sich das alles irgendwie ranzieht und rannimmt, um sein
eigenes Ich auszustatten. Aber im Grunde ist es ein Verwandlungsvorgang, der durch Sprache herbeigesprochen wird und herbeibeschworen wird und auch davon ausgeht, dass Literatur etwas kann oder Sprache etwas kann, was nur durch Sprechen eben erzeugt wird, wie das ja auch in so Sprechakten der Fall ist, wie ich taufe dich oder ihr seid verheiratet. Das ist nur Sprache und trotzdem findet eine Verwandlung statt. Mhm. Und das ist das, was für mich daran sehr literarisch ist, an diesem die Welt so durch die Brille dieses verrückten, affenhaften Teenagers zu sehen. Ihr habt ja immer wieder auch Affäre. Das nennt er seine Beziehungen. Also der schlechte Wortwitz wird auch sehr bezeichnend. Ja, das wird gefeiert. Und es ist auch eine, ganz gewöhnliche, nicht gewöhnliche Geschichte über die Verhältnisse seiner Mutter und zwei Väter, der biologische und der nicht biologische. Und das ist eine ziemlich tragische Geschichte. Das klingt auch damit, das macht es so doppelzeitig, finde ich. Es ist nicht nur eine Komödie über Tierwerden oder diese Verhältnisse. Aber ich finde es dann manchmal schwierig, so über quasi die Vorkommnisse und das Geschehen im Buch zu sprechen, weil das soll man auch nicht verraten. Weil es für mich ganz stark auch um die Sprache und die Form von Texten geht. Und das ist vielleicht, was meine unterschiedlichen Romane miteinander zu tun haben, dass die Sprache vielleicht auch der Protagonist oder die Protagonistin ist. Genau. Und hängt aber auch mit einem eigenen Defizit zusammen. Für mich ist es immer wahnsinnig schwierig, wenn mir jemand den Inhalt eines guten Films nacherzählt. Ich schalte sofort ab und kann es mir nicht merken. Das heißt aber nicht, dass in den Büchern nicht Handlung passiert und Geschehen ist ja ganz stark narrativ auch. Und trotzdem würde ich sagen, ist es, was die Bücher ausmacht, oder das wünsche ich mir, dass das die Sprache ist. Genau, er sagte, ich bin pananimalisch, und das ist auch sein Flucht vom Käfig, finde ich. Also wenn er durch die Straßen tanzt, er tanzt sich frei irgendwie, und das ist sehr schön. Er tanzt nicht billig, er tanzt richtig, er tanzt ehrlich. Also, wir haben nicht so viel Zeit, gehen wir zu diesem Buch rüber, Tier werden. Jetzt verstehen wir etwas mehr, was dieser Ausdruck sagen will vielleicht. Du lohnt es ja aus dem Buch oder Artikel von Gilles Deleuze und Guattari. Das heißt auch Tier werden, mit Strich, devenir animal. Und ist ein Konzept oder ein, so wie ich es verstanden habe, ein Verhältnis zu lesen und zu schreiben, eine Schreibehaltung. Also ich kann sagen, was für mich auch ganz stark ein Ausgangspunkt war, dieses Buch zu schreiben, und zwar, ich zeichne eben auch, ich habe Malerei studiert und es gibt immer wieder alte Bücher, die ich auf Flohmärkten suche und sammle, und mich interessieren alte Lexika und wie da die Welt geordnet und sortiert ist, von A bis Z oder nach anderen Ordnungskriterien, und ich habe ein naturkundliches Lexikon gefunden, in dem so ein Fabelwesen auch vorkommt. Eine Harpie wird sie dort genannt. Ein Wesen mit Vogelkopf und langen Locken, mit Menschenkopf und langen Menschenlocken und einem Vogelkörper und mit Krallen statt Beinen. Also so, wie man es vielleicht jetzt auch später kennt bei Astrid Lindgren, bei diesen Wildtruden, das sind auch so Figuren. Und im Grunde hat mich interessiert, wieso ist trotzdem in einem naturkundlichen Lexikon so eine Figur ohne Unterschied eingeordnet zwischen anderen Tieren. Weil sie waren ja genauso unbekannt wie Elefanten und Löwen. Das war auch sehr fremd für diese erste, Karl von Linné und Darwin und diese, die den Das ist eigentlich eine Begründung, in einer Zeit, also sagen wir bis zum 18. Jahrhundert oder ein bisschen früher noch, als die Welt noch nicht quasi bis zum letzten Zipfel und bis in die letzte Ecke bereist war und fotografiert war und kartografiert war, war eben Raum für Fiktion noch stärker gegeben. Und auch die gereist sind mit Zeichnungen zurückgekommen, die sehr viel an Imagination mit sich bringen,
So von Goethe gibt es diesen Satz, man sieht nur, was man kennt, so ein bisschen, das hat dann dazu geführt, dass die Zeichnungen von Löwen eigentlich ausgesehen haben wie die Zeichnungen von Hunden. Mhm. Und das wurde dann übernommen und kopiert und so weitergetragen. Mhm. Es gibt auch von Dürer das Panzernashorn, das mit seinem Schnörkel dargestellt ist, weil eben der erste Zeichner, der es wirklich gesehen hat in Lissabon, hat einfach nur einen schönen Schnörkel dazu gemalt. Und das wurde aber dann von Dürer und anderen übernommen und ist so ein Teil des Tiers geworden, als würde das selber noch so ein extra Horn haben, das es aber nie besessen hat. Und mich hat dann eben interessiert, dass die Fehler dadurch auch etwas an Wirklichkeit bekommen und dass die fehlerhaften Darstellungen oder die fiktiven und imaginierten Darstellungen auch etwas ganz Naturwissenschaftliches verliehen bekommen und deswegen ganz viele so seltsame Mischwesen ganz lange noch die Biologiebücher bevölkert haben. Und für Linné war es auch unklar in den ersten Ausgaben seiner Naturkunde, wo kann er denn da den Mensch einordnen? Und weil es da noch keine Kategorie für ihn gab, schrieb er einfach drunter, erkenne dich selbst. Und bei den Tieren stand drunter, was sie fressen und so weiter. Das einzige Postulat, das dem Menschen zugeordnet war, war die Selbsterkenntnis. Und selbst da, das weicht ja auch auf, wenn wir heute über Tiere sprechen, ist das ja sehr fraglich. Kann man wirklich davon ausgehen, dass nur Menschen Selbsterkenntnis besitzen oder nur in Zukunft denken können und in Gegenwart und in Vergangenheit, dass sie sich selbst wahrnehmen können? Das verändert sich ja auch, wie sehr sich der Mensch vom Tier unterscheidet. Und man muss auch sagen, letztlich ab der 10. Ausgabe bei Linné ist der Mensch ja auch bei den Tieren eingeordnet. Der Mensch ist ein Tier. Insofern fragt man sich, was ist das Tier werden? Und mich haben da eigentlich all diese fehlerhaften Prozesse oder auch dieses, wo stellt sich der Mensch in der Philosophie, in der Religion, in der Kunst, wo positioniert er sich im Vergleich zum Tier? Und wo zieht der Mensch auch die Maske des Tiers über? Und im Karneval ist das ganz oft der Fall, bei den Perchten. Dass man Tiermaske nutzt, um in Zwischenbereiche hineinzugehen, zwischen den Toten und den Geistern. Genau, ganz früh und ganz oft, wenn sich Technologie verändert hat, war die Darstellung von Tier, hat auch eine Rolle gespielt. Also von der Höhlenmalerei angefangen bis zu den ersten Bewegtbildern. Und um all das geht es in dem Buch. Also es ist eigentlich eine Beweisführung für die Notwendigkeit des Existenz dieser mythologischen Wesen, die in der Kunst weiterleben. Ja, oder sagen wir mal zumindest für eine sachliche Betrachtung dieser Wesen. Ja. Es geht jetzt gar nicht so um eine Feier des Mythos, sondern um eine quasi als Schriftstellerin und als bildende Künstlerin, für die Dinge Worte zu finden. Ja, ja, genau. Und jetzt gar nicht unbedingt aus tierrechtlichen Anliegen heraus, aber das spielt natürlich auch eine Rolle. Das Tier im Recht war ja lange eine Sache und dann, wenn man weiterliest, kommt man zum Beispiel drauf, es hat schon im Mittelalter Tierrechtsprozesse gegeben. Da wurden die Heuschrecken in ihrer Abwesenheit verurteilt, dass sie die Ernte eben vernichtet haben und so Sachen. Und das ist da wird es eigentlich, finde ich, fürs Tier werden interessant. Ja. Und es wird zur Sprache gekoppelt, dass diese Existenzen am Rande der Sichtbarkeit oder dass sie auch einen Namen bekommen oder sie stehen auch für Sprachlosigkeit. Du redest ja auch vom Akustischen, die akustische Seite der Sprache. Also wo hört das Sinnlose auf und wo fängt das Sinn ein? Ne? Und das hat nicht auch mit Tiere zu tun, sondern die Wesen, die dazwischen stehen und heulen und miauen und krähen und alle diese Laute, die wir auch bei Chimay finden. Genau, und das auch vieles, was, also es gibt auch so alte Landkarten, da war alles, was noch nicht benannt war, war dann vorgesehen für die Erdrandbewohner und die Monster. Und das Monster ist so etwas, was in einem Zwischenbereich stattfindet, den wir noch nicht benannt oder erfahren oder vollumfänglich begriffen haben. Und so war es zum Beispiel auch noch bei Linné so, dass es zwischen Mensch und Tier gab es auch Tiermenschen und es gab zwischen Mensch und Pflanze auch Pflanzenmenschen. Und zum Beispiel ist noch bei den Gebrüdern Grimm beschrieben, die Alraune, diese Wurzel, wenn man die aus der Erde zieht, dass die laut schreien würde, wenn man nur kräftig genug zieht. Unser eigener Holberg hat von Holzmenschen geschrieben,
wenn ihr das kennt, Nils Klimsteisse. Mhm. Ja. Ja, es gibt überall, ne? Irgendwie. Mhm. Und du stellst dir auch vor, dass diese Mischwesen oder Hybridwesen im Bosch, Garten der Lüste, auch diese Leute, also die Krähen und Zwischen, also die haben diese Sprache, die man nicht verstehen kann. Aber kannst du bitte ein Stück davon lesen, wo du diese Gemälde beschreibst? Genau, also es geht. Und jetzt können wir vielleicht eine Projektion bekommen. Es geht eben auch stark so um etwas wie Bildbeschreibung und auch diese alten Lexika durchforsten und dann auch ganz stark diese Wesen, diese Tier-Mensch-Mischwesen in der Gegenwart und in Filmen, ganz zeitgenössischen Filmen. Und oft ist das Buch theoretisch, literarisch-theoretisch, und ich lese hier eine Stelle auch vor, die eben ein Hieronymus Bosch Gemälde beschreibt, und ich würde sagen, das ist so eine der poetischeren Stellen in diesem Buch, das von der Schreibe ganz unterschiedlich ist. Weiße und schwarze Vogelschwärme bedeckten den blauen Himmel. Manche der Vögel hockten im Gras ganz weit hinten. Weiter vorne stünde ein Elefant, auf dessen Rücken ein Äffchen ritte. Ein Einhorn neigte an einer Wasserstelle den Kopf, um zu trinken. Enten schwimmen dort, ein Schwan, Reptilien kröchen aus dem Wasser und ein zweibeiniges Tier, den Körper in einer Art gepunkteter Eierschale nachziehend. Auf dem Fels daneben krabbelte ein hellblauer Riesenkäfer. Zwei Fühler wüchsen aus seinem Panzer und so etwas wie Federn hingen hinter seinen Beinchen heraus. Eine schwarze Schlange wände sich um eine Palme, in der große braune Beeren hingen wie Kokosnüsse. In ein Büschel Gras geduckt, säße ein Häschen. Eine Art von Löwe risse eine Art von Antilope. Eine winzige Kröte oder ein winziger schwarzer Frosch streckte seinen Kopf aus dem Teich weiter unten. Aus der dunklen Öffnung einer Blase eines rosafarbenen Springbrunnens, der aussehe wie aus Blumen und inneren Organen gefertigt, guckte eine Eule. Wieder weiter unten wäre ein Wasserloch, aus dessen Innerem schwarze und grauweiße Tiere an Land kämen. Eines wäre eine Robbe mit fischartigem Körper, eines wäre eine Sirene mit Schnabel und kleinen Händen, in denen sie gar nicht seltsam, denn es wäre ja das Paradies, ein Buch hielte. Manche Vögel würden ihre Schnäbel ins Wasser stecken und man würde nur ihre Federn sehen und die Beine, wie sie draußen im Gras stünden. Dort läge auch ein dreiköpfiger brauner Vogel, dessen Schwanzfeder geformt wäre wie die eines Pfaus. Frösche und froschähnliche Lebewesen auch hier. Dann eine ganz gewöhnliche, am Bauch weiß gepunktete Katze, die eine Ratte im Maul trüge. Ein paar Vögel, wovon einer eine Zunge hätte, die er nach vorne schnalzen ließe, wie ein speiendes Tier. Ein weiterer Hase säße so in der Landschaft, dass wir ihn nur von hinten sehen könnten. Ein Fasan, ein Fisch im Wasser mit Flügeln, daneben ein Mini-Drache, schwimmend, mit einem Horn auf der Stirn. An Land ein Vogel mit breitem, flachen Schnabel, darin ein Frosch kurz vor dem Verschlungenwerden. Nur drei menschenähnliche Figuren sind auf diesem linken aufgeklappten Altarflügel zu sehen. Es sind Adam und Eva, nackt und in rotem Gewand, in ihrer Mitte Eva an der Hand haltend, derjenige, der ihr Schöpfer genannt wird. Die quadratische Mitteltafel des Altars allerdings ist bevölkert von ungezählt vielen Menschen. Sind es denn Menschen? Menschen, die sich von übergroßen Vögeln mit Beeren füttern lassen, Menschen, die Blumen und Beeren im Haar tragen, Menschen, die aus Eiern schlüpfen und in Muscheln schlafen, Menschen, die in Blasen und Früchten sitzen und so übers Wasser treiben, Menschen, die auf Eulen und Fischen reiten, auf Schweinen, Pferden, Dromedaren, auf Tieren, die selbst wieder Mischwesen sind, und so weiter. Und so weiter. Und so der Wunsch ist auch, dass man beim Lesen vielleicht so in Trance gerät, dass der Tierwerdevorgang auch beim Lesen stattfindet. Und es ist alles tatsächlich da. Ich habe diese Gemälde studiert, als ich es in Norwegisch übertragen habe. Es ist ganz wunderbar. Dann denkt man, nein, das ist zu viel. Aber es ist nicht zu viel. Bei Bosch ist es ja nie zu viel. Ja, die Ästhetik der Überforderung. Ja, ja, ja. Aber ich denke schon, das ist so eine Art Poetik von deiner Seite ist,
ein Bild ganz anders zu lesen. Von unten schreibst du, so dass man nicht alles auf einmal sieht und so einen Eindruck nur bekommt, sondern entdeckt, dass da vielleicht Feder sind, ein Federkleid, wie du sagst, und es ein Harpy da ist und kein Mensch, keine Frau. Stimmt das irgendwie? Es stimmt vielleicht insofern, als mich zum Beispiel diese Bilder, diese 500 Jahre alten Bilder interessieren, diese Wimmelbilder, in denen so viel gleichzeitig stattfindet, was aber auch nacheinander gelesen wird, so wie im Comic, dass die Bedeutung im Grunde durch Größe dargestellt wird und nicht durch durch die Nähe des Gegenstandes. Alles, was nacheinander stattfindet, in einem mittelalterlichen Gemälde beispielsweise, wird nebeneinander dargestellt. Und man kann es eigentlich mit freiem Auge so nicht sofort erfassen, sondern man muss eigentlich so einen Bewegungsvorgang mit den Augen vollziehen, um quasi die Geschichte und die Erzählung zu lesen in solchen Bildern. Und das ist das, was mich vielleicht daran interessiert. Das heißt, die Bedeutungsperspektive im Mittelalter ist, und auch Hieronymus Bosch ist ja später, das, was wichtig ist, wird groß dargestellt, und das heißt auch nicht, das ist das, was näher ist. Und diese Bewegung des Blicks heißt auch ein Berühren. Und da passiert etwas. Das wäre sozusagen die These. Das ist deine These. Sehen stattfinden und diese These könnte. Von Werden, etwas anderes werden oder im ein Prozess des Veränderung sein irgendwie. Ja. Ist wahrscheinlich oft so, wenn man etwas liest und es dann das Buch beiseite legt, dass so ein Veränderungsvorgang stattgefunden hat. Aber wenn man an Veränderung denkt, denkt man halt natürlich auch an die Metamorphosen von Ovid. Und ich finde es so interessant, dass in seinen Geschichten, da wird jemand immer zum Tier verwandelt und verwunschen, der sich schlecht verhalten hat. Also das ist quasi, das Tierwerden ist da die Strafe. Und es gibt so eine Erzählung bei ihm, da eine Dame oder eine Göttin wandert durch die Wüste und hat zwei Kinder dabei und die verdursten beinahe. Und dann kommt sie an einen Teich und möchte trinken und die Bauern, die dort wohnen, wollen sie ihr verbieten. Und daraufhin verwünscht sie diese Bauern. Und sie in diesem Verwünschungsvorgang oder Verwandlungsvorgang gehen die Bauern quasi, die schreien und zetern und tauchen unter die Wasseroberfläche. Und unter die Wasseroberfläche heißt dann im Lateinischen sub aqua, und durch diese Wiederholung entsteht so ein Quaken, und bevor man noch erfährt, dass die in Frösche verwandelt werden, hat es im Text schon akustisch stattgefunden. Und das sind so Verwandlungsvorgänge, die in der Literatur passieren, die natürlich ganz großartig sind. Und du weißt auch auf andere Möglichkeiten zu kategorisieren, also zum Beispiel wie Foucault nach Luis Borges sagt, ein Tier ist ein Tier, der ein Kaiser gehört, oder herrenlose Hunde. Man kann viele andere Kategorisierungsarten nennen als diese enzyklopädische oder rein wissenschaftliche. Ja, und gleichzeitig ist mir schon darum gegangen, was sind trotzdem die Kategorien, die jetzt State of the Art sind in der Biologie. Und dieses Buch haben auch zwei befreundete Biologen gelesen, und die sagen, selbst für sie ist es schwierig überhaupt zu sagen, wie viele Tierarten gibt es denn überhaupt auf der Welt. Und dass selbst da so eine Möglichkeit zur Fiktion noch gegeben ist, finde ich interessant. Also nicht, weil ich denke, es ist interessant, die Kategorien durcheinander zu wirbeln, aber weil wir davon ausgehen müssen, dass die Schubladen, die wir jetzt sprachlich bedienen, auch immer, also auch der Veränderung sich unterwerfen können. Und deswegen ist so dieses Buch auch so ein Plädoyer für diese Zwischenräume und auch für das Anti-Identitäre, also die quasi Flexibilität der Zuschreibungen. Man sagt, es gibt 10 Millionen Arten oder sowas? Ja, selbst da haben beide Biologen, die ich befragt habe, haben unterschiedliche Angaben machen müssen und haben gesagt, ja, kommt davon, was du zitierst und was du als Tier rechnest und was nicht. Und das finde ich eigentlich interessant, wenn man sich das abbringen muss, als Schriftstellerin auch die biologischen Texte zu lesen und zu sagen, ja, ich habe jetzt trotzdem nicht den Zauberstab der Fiktion, der mir das Feld unendlich erweitert, sondern es geht mir schon um Begrenzung und Genauigkeit. Und aber es geht auch um der Sprache, und du schreibst es, der Text selbst ist ein Tier,
oder ein Ungeheuer. Wer nicht aufpasst und sich in eine Geschichte hineinlässt, so nicht und nicht aufpasst, dann wird er gefressen, von dieser Text gefressen. Oder ja, das ist so ein Metapher natürlich, aber das ist sehr, es ist auch von viele Leute wie Agamben, Walter Benjamin, also sehr viele andere Sprachphilosophen geprägt worden. Ja, ne? Und du ja. spielst damit irgendwie. Irgendwie interessiert mich das, wo kommt es vor, in welchen Texten? Und dann ging es mir trotzdem darum, mir selbst quasi das wieder abzuringen, dass ich selber die Möglichkeit habe, mit meinen Augen Dinge anzuschauen und mit meinem Verstand Dinge zu verstehen oder misszuverstehen und mit meiner Sprache die Dinge auch wieder zu benennen. Also es geht irgendwie gar nicht darum, so ein großes Zitatengebäude aufzubauen, sondern selbst quasi auch im Alltag das zu entdecken, wo diese Zwischenbereiche eigentlich stattfinden. Mhm. Und auch sowas wie, also was ich als Kind sehr oft erlebt habe, war einfach dieser Perchtenlauf in den Alpen. Ich habe gedacht, das gibt es überall auf der Welt. Und dieser Campus. Dann, den Campus zum Beispiel. Später dann beim Studieren in Berlin bin ich drauf gekommen, dass niemand das Wort Krampus kennt. Nein. Ich weiß gar nicht, das gibt es wahrscheinlich hier auch in Norwegen, oder? Solche Perchtenfiguren? Haben wir nicht, nein, ja. haben wir nicht eigentlich. Ja. Nein, das ist so ein Art Teufel, aber kein Direktteufel direkt. Nein, haben wir nicht. Punkt. Aber es sind ganz oft diese Figuren oder diese Tiermasken, die dann übergezogen werden, wenn es darum geht, den Winter auszutreiben. Es sind oft so Initiationsrituale oder Rituale des Austreibens und Vertreibens und auch des Benennens, um quasi die Angst zu dämmen. Wir haben ja Bäre und Wölfe und, ja. und andere Tiere hier oben. Wir haben Gassen, also ein Wesen, das sich auf den Rücken setzt und dich nicht loslässt. In zum Beispiel. Ach so, davon habe ich nicht gehört. Ja, wir haben. Aber du hast keine Angst, mit all diesen großen Namen dich umzugehen. Also Benjamin und Agamben, das finde ich, das ist ja intertextuell, das ist ja ein Gespräch mit der akademischen Seite auch. Ja, also bitte. Wenn das nicht verschwurbelt wird, dann denke ich mir nur ran an, ja, ans Material. Ja, nur ran, gut. Ja. Und du sprichst ja auch von Kafka, hier haben wir diese Gregor Samsa virtuelle Ding und sie, er hat behauptet, das kann man nicht zeichnen. Walter Benjamin und Kafka hat selber. Na, er hat sich eigentlich dagegen verwehrt, ja, dass genau. das Insekt als Titelblatt gezeichnet wird, weil es bei ihm ja sprachlich vollzogen wird, diese Verwandlung. Und ich glaube nicht, dass immer alles illustriert werden muss, was man sich sprachlich erdenkt und vorstellt. Und mir geht es auch, es sind eben hier auch viele Bildbeschreibungen versammelt, aber es geht mir gar nicht darum, immer so diesen Konnex zu schaffen zum Bild. Man kann sich das natürlich googeln und schauen, oder den Hieronymus Bosch kennt man meistens, und dann ist es auch was vielleicht Interessantes damit abzugleichen. Aber ich glaube, dass die Sprache etwas macht mit dieser Bildbeschreibung. Das muss nicht das Vehikel des Bildes sein, sondern es ist ein neues Kunstwerk, das entsteht ja, genau. durch Sprache. Ich finde das überhaupt, das ist ja auch etwas, was jetzt mit der Kultur, also im Internet und der Kommunikation, die so stark wieder bildgetriggert und getragen ist, dass man immer glaubt, dass man zu jedem Wort braucht man einen Link und zu jedem Ereignis braucht man ein Bild und zu allem, was beschrieben wird, zu jedem Artikel, das muss alles bebildert werden. Und ich bin so eine Bilderfetischistin eigentlich, so als Malerin, aber ich glaube, dass der Text sein Eigenleben hat und dass das Bild auch etwas daran verkürzt, was der Text selber macht. In neuerer Zeit studiert man ja oft Literatur in der Kunstakademie zum Beispiel. Das ist auch ziemlich neu bei uns und überall in Europa, denke ich schon. Du arbeitest ja mit den beiden, also parallel. Und wie machst du das künstlerisch? Ich habe nicht von deiner künstlerischen Karriere gesprochen, aber du hast das doch mitgemacht, diese Cover, ne? Ja, das ist ein Fundstück, dieses Cover. Also ich mache die Cover selber, aber es sind oft so, das ist eben aus einem alten Lexikon, so ein frecher Makake. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, dass mich in letzter Zeit einfach die Literatur im Arbeiten mehr beschäftigt, aber mein Schreiben ganz stark vom Sehen herkommt und vom
von der Lust, Wörter zu finden zu visuellen Ereignissen. Ja, das ist ein wirklicher Recherche, also Forschungsprojekt, finde ich. Ja, und dabei. Viele Arten von Lesungen, wie zum Beispiel Inge Christensen, die dänische Dichterin, die wir sehr gut kennen. Mhm. Du nennst auch ihre Alphabet, mhm. wo man rein mathematisch lesen kann, oder ihre Fibonacci-System benutzt sie ja, um ein Gedichtband zu schreiben. Und dann, ja, das ist sehr spielerisch irgendwie, wie du mehrere Eingänge zulässt irgendwie. Das finde ich irgendwie Ich denke, es ist assoziativ, ja, und ja. Es ist aber auch sehr, das sind diese sehr ernsten Spiele, die getrieben werden. Genau, mhm. ja. Okay. Vielleicht werden irgendeine eine Frage haben. Nee. Ich denke, es ist schon gut. Es reicht, meinst du, ja? Ja. Ja, genau. Und wenn es Fragen gibt, wenn es Fragen Vielen gibt, Dank. Herzlich vielen Dank für diesen sehr anregenden Gespräch. Und jetzt haben wir auch die Geschenke des Festivals aus dem Tierwelt. Endlich passt es. Ja. Ja, jeg skal også gjøre oppmerksom på at det neste arrangementet her finnes sted 15:45, og det et foredrag om Rilke av Helge Høybråten. Alle velkomne.